Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Crossroads Inn. So, wir haben jetzt nochmal neu angefangen, tatsächlich. Ich zeige euch das einmal kurz. Der hier ist jetzt clever, gierig und tapfer. Der will immer viel Gold haben, das heißt gierig. Und unser Packesel ist zügig und clever. Und die anderen Eigenschaften können wir nicht sehen. Das hier ist unsere Haupthalle, die wird gerade noch gebaut. So, wir haben Aufgabe gekriegt, beziehungsweise festgestellt, unsere Leute wollen gleich eine Küche haben. Also die neuen Gäste erwarten, dass wir kochen für die. Ach, wisst ihr was? Kommt, ziehen wir einfach hier vorne mit hin. Und dann brauchen wir selbstverständlich auch ein Lager. Zumindest gehe ich da mal stark von aus, dass wir ein Lager brauchen. Machen wir mal so. Ich weiß nicht, wie groß das sein muss. Und ein Gästezimmer hätten sie auch gerne. Das packen wir jetzt einfach mal hier mit dran. So, das heißt, wir müssen das dann noch entfernen und das da entfernen. Und dann kommen da natürlich auch noch Türen drin. Türen. Oh, erstmal die stinknormalen Standardtüren. Nichts Tolles, nichts Besonderes. So. Hier zur Küche machen wir so. Und hier ins Lager machen wir so und so. Sieht doch hübsch aus erstmal. So, das ist ein Fenster. Dann nehmen wir auch erstmal was ganz Einfaches. Oh, machen wir mal hier eins. Küche darf auch eins rein. Einfach mal wegen hier und hier auch noch. Lager braucht eigentlich kein Fenster, ne? Aber Gästezimmer hier. So. Und hier können wir eigentlich auch noch mal so zwei Fenster machen. Und da müssen wir erstmal laufen lassen. Ja, wir haben kein Equipment, ich weiß. Icke weiß das doch. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis der hier alles weggemacht hat. Dann können wir das Zimmer hier noch erweitern und dann können wir kurz einrichten. Und dann können wir eigentlich auch schon eröffnen, ne? Beziehungsweise brauchen noch Küchenhilfen und sowas. Tütülütütü, mach schneller. Was ist das hier? Das Lager. Okay. First guest? Your reputation is improving. Also ich habe noch nicht festgestellt, dass wir Gäste hatten, aber ist okay. So, machst du jetzt mal schneller da? Gibt's ja wohl nicht. Ist echt nicht der Schnellste. Genau, du fegst hier ein bisschen, mach mal schön sauber alles. Bin mir jetzt nicht sicher, ob das heißt, dass... Oder so geschlossen. Sperren. Freischalten. Keine Ahnung. So, bauen. Ausbauen. So. Und dann kommt da auch noch ein Fenster drin. So. So, soll wohl reichen. Achso, ein Dach brauchen wir auch noch. Ja, das wird wohl automatisch gebaut, nehme ich mal an. So, dann lass uns doch mal einrichten. Wir brauchen vermutlich einen Tresen. Einfache Theke. Eine einfache, robuste, aber zuverlässige Theke, unverzichtbar für jedes Gasthaus. Am Tresen machen Gäste Bestellungen und Mitarbeiter bereiten dort Getränke zu. Außerdem dient er als Aufbewahrungsort für Bar-Accessoires. Können wir schon eine bessere Theke bauen gleich zu Anfang? Lass uns mal hier Gemeinschaftsraum, Schlafraum, Einrichtung, Dekoration, Außen, Halle. Gemeinschaftsraum gehört die Theke zu, ja? Der instabile runde Tisch, das hört sich sehr vertrauenserweckend an. Muss ich mal ganz klar so zugeben. Weinfass 2. Das hätten sie ein bisschen besser sortieren können hier. Wenn das hier Weinfass 2 ist, dann ist das hier einfaches Fass. Und das ist ein Wasserfass. Okay. Wäre Hocker. Gut, ich nehme mal an, mehr können wir noch nicht bauen. Merkmale. Tresen. Lager. This object gets dirty faster and is hard to clean. This object has lower durability than normal. Ugly. This object lower nearby aesthetic. Okay.
So. Machen wir mal so. Ich nehme mal an, wir brauchen einfaches Fass, in dem alle möglichen Dinge aufbewahrt werden. Ein Fass ist ein Lagerobjekt. Fässer sind die einzigsten Objektart, in der Flüssigkeiten wie Wasser oder Alkohol gelagert werden können. Okay. Das ist Weinfass 2. Massives Weinfass aus altem Kiefernholz. Ein Fass ist ein Lagerobjekt. Fässer sind... Achso. Das ist einfach nur ein Wasserfass. Fast. Using this object is very fast. Slow and ugly. Das ist fast. Agil. Low chance of an unwanted additional effect. Okay. Wie dreht man? Mit E, okay. Wenn ich das so machen will, kann ich das hier noch versetzen? Priorität über Einrichtungsmodus. Ah, so, alles klar. LK eigentlich direkt da dran, ne? Ach komm, machen wir mal so. Was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall Tische. Einen einfachen Tisch erstmal nur. Irgendwas Schnödes. Oder? Machen wir, das ist eine einfacher langer Tisch, einfacher Tisch, Tisch, Kieferntisch. Ist eigentlich egal, welches von beiden, ne? Eins von beiden ist immer schlechter. Beim langen Tisch bräuchten wir aber auch eine lange Bank, nehme ich mal an, ne? Wir machen es erstmal so. 3, 4, 5, so. Und dann brauchen wir Sitzbänke. Achso, lange Mistbank. Die Mistbank. Eine sehr schlechte, arme Bank. Die Gäste werden wahrscheinlich lieber auf dem Boden sitzen, aber es würde, wäre schwierig für sie, die Gerichte und Getränke auf dem Tisch zu erreichen. Die Umlaute ersetzt dadurch Fragezeichen. Das ist aber so, die einfachste Bank. Das hört sich doch gut an. Entschuldigung, nicht wegmachen, sondern nur drehen. So und so. Kerzen. Licht brauchen wir auch, nehme ich mal an. Wenn es zu dunkel ist, ist ja auch doof. Wenn man sein Bier nicht mehr sieht, ist blöd. So. Was ist das denn für ein geiler Setzer? Das ist ein eleganter Stuhl. Ach, guck mal, da stand gerade bei Städter. War auch was für andere. Das ist Adel. Das sind einfach nur lichte Lagerfässer, ist egal. Laterne für Reisende, okay. Fackel für Reisende. Holzhalter ist nichts. Kampfarena. Perfekter Ort für ein altes, gutes, brutales Faustduell. Das ist alles für die gehobenen Gäste. Brauchen wir alles nicht. So, was ist das hier? Schlafraum. Was ist das denn? Eleganter Schreibtisch. Uiuiui. Irgendwie finde ich die Sortierung ein bisschen blöd hier. Muss ich mal ganz klar so sagen. Was ist das denn? Alchemielampe. Gott, oh Gott. Was ist das? Einfach nur Deko, okay. Und das hier ist... Außen. Was ist denn? Einfacher Wasserbottich. Ein sehr einfacher, aber
seiner Funktion erfüllender Wasserbottich, okay? Dein Ofen. Ich will ja nicht draußen kochen. Dafür haben wir doch eine Küche. So, lass uns mal gucken. Schlafzimmer. Wir brauchen erstmal einfach nur Betten, würde ich vorschlagen. Das sind aber Badewannen, keine Betten. Das ist ein einfaches Bett. Das ist ein Vedates Bett. Das Eis. Einfaches Bett 3. Muss ich jetzt echt hier so viel bezahlen für ein stinknormales altes Bett? Ach ja, na gut, dann machen wir das halt. Ist da das Kopfkissen? Achso, da können wir nicht wegen dem Holz. Naja gut, zwei Betten reichen jetzt erstmal. Wollen wir nicht übertreiben hier, ne? Die sollen da einfach nur pennen. So, das hier ist Lagerraum, haben wir gesagt, ne? Ich nehme mal an, wir brauchen einen Holzhalter. Der perfekt zum Halten von Holz. Es hat nicht viel mehr Funktionen, ermöglicht die Lagerung von Brennholz, wird für die Verwendung von Objekten benötigt, die mit Brennholz betrieben werden. Gut, dann machen wir da einfach mal hier so einen Holzhalter hin. Sonst noch irgendwas hier regaltechnisch? Standregal, das typische grundlegende Regal, das man verwendet, um alle möglichen Wunder aufzubewahren. Komm, dann kommt hier noch ein Regal neben. Wasserbottich. Ein Baum. Ihn zum Aufbewahren von Lebensmitteln. Da brauchen wir jetzt gerade noch nicht. Schachtel. Eine kleine, einfache Schachtel. Eine Kiste, keine Schachtel. Eine edle Truhe. Einfaches Fass. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Armer Küchentisch. Der einfachste Küchentisch, aber dennoch beliebt in ländlichen Haushalten, okay. Einfacher Herd. Einfacher geht es immer, geht es mit dem Herd nicht, aber hey, manche Leute haben überhaupt keinen Herd, also sei dankbar für das, was du hast. Ein einfaches Bett ist jetzt hier bei Einrichtungen. Achso, ja, das ist Einrichtungen, ne? Das ist nicht speziell für Küchen. Ich muss sagen, ich finde diese Aufteilung echt deppert. Das ist doch echt nicht schön, oder? Dass man es nicht einfach aufteilen kann in Küchen und so, ne? Hätten sich ein bisschen mehr Mühe geben können, finde ich. Aber gut. Wir richten weiter ein. So. Machen wir mal gleich mehrere Regale. Was heißt mehrere? Machen wir mal zwei. Was ist das hier? Hundenapf. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ein Grill. Einfacher Kessel. Er funktioniert und das ist so ziemlich alles, was man über diesen Kessel sagen kann. Na, das ist doch gut. So, Küchentisch. Wie auch immer. Sind wir noch raus, denke ich. So, ich will immer mit der rechten Maustaste drehen, warum auch immer. So, na? So, und ein Herd daneben. Beziehungsweise ein Grill. So. Einen Ofen brauchen wir, glaube ich, nicht, ne? So, was haben wir hier noch? Hundehütte, Hundehaus. Wenn du möchtest, dass sich dein Hund wie zu Hause fühlt, geh nur sicher, dass er nicht den ganzen Tag auf dem Dach schläft und Erdnüsse isst. Hundevilla. Okay, es gibt anscheinend auch Pets. Also Haustiere. Lampen. Lichtmast. Nette Sache. Brauchen wir jetzt aber nicht. machen wir das hier noch, weil wegen ist so. Nee, gar nicht wahr. Hier machen wir tatsächlich auch wieder die hängenden Dinger, ne? So, Lager. So. So. Also erstmal reichen, denke ich. Hoffe ich. Ich habe keine Ahnung. Mich würde jetzt mal interessieren, ob die grundsätzliche Funktion denn jetzt gegeben ist.
Warum? Hallo Grill, wie geht's? Benötigt Feuerholz. Risky, Fancy, Bad Quality. Ressource Needs, Feuerholz, alles klar. Ich nehme mal an, dass das so jetzt grundsätzlich erstmal funktionieren würde. Wir brauchen jetzt natürlich noch Personal. Arbeiter einstellen. Und zwar einen Diener brauchen wir noch. Gerechter. Perfektionist. Und clever? Nee. Gerechte wollen wir nicht. Langsam. Überzeugend. Stell diesen Arbeiter ein, wenn du Geld verdienen möchtest. Das ist cool. Was ist das hier? Tapfer. Loyal. Dieser Arbeiter hat zu viel von seinem Leben alleine verbracht. Er hat ein ständiges Bedürfnis nach Gesellschaft und lässt sich sehr leicht binden. Deshalb ist ihre Loyalität fast so hoch wie die eines Hundes. Und clever. Komm, nehmen wir die doch. Ich glaube, wir brauchten gleich zu Anfang einen Schläger, einen Wächter. Kannst du denn? Feigling. Ja, das ist für einen Wächter natürlich richtig genial. Dann nehmen wir den hier. Wir wissen zwar nicht, was der kann, aber... So, eine Küchenhilfe brauchen wir noch. Schlitzohr. Es gibt noch etwas an diesem Arbeiter, das dich glücklich macht. Dass er auf deiner Seite ist und nicht gegen dich. Langsam. Na komm, nehmen wir das Schlitzohr. Was bist du für einer? Coupier. Okay, den können wir noch nicht einstellen, das macht aber auch nichts. Achso, unsere Arbeiterliste hätte ich jetzt gerne. Welcher war denn jetzt unser Hauptwirt? Das hier ist Ignaz, unser Hauptwirt, okay. Wie stellt man das ein, dass der... Achso, finden, so... Ah, hier kann man einstellen, was er macht. So, tragen eher niedrig. Tische bedienen schon eher. Reinigung eher niedrig. Küchenarbeit macht er gar nicht. Gastwirtschaft macht er viel. Und Klatsch macht er mittel. Würde ich doch jetzt erstmal vorschlagen. Weiß es nicht genau, wie gesagt. Ihr könnt mir gerne immer wieder Kommentare schreiben. Das ist so lange her, dass ich das Spiel gespielt habe. Dass ich alles nicht mehr weiß, wie was funktioniert. So, hinter dem Tresen. Herzlichen Glückwunsch. So, du sollst reinigen, Tische bedienen, Zimmerservice. Klatsch. Eher weniger. Komm, Klatsch, mach's mal aus. Reinigung, Tische bedienen. Na, Reinigung machen wir mal niedrig. Tische bedienen, Zimmerservice und Gastwirtschaft. So, du kannst natürlich kochen. Küchenarbeit. So, mal gucken, ob das so überhaupt funktioniert. So, was machst du? Wache, Patrouille, tragen und Klatsch, eigentlich alles. Kannst dir eins von aussuchen. Ich denke mal, jetzt zu Anfang wird noch nicht so viel passieren. Ich bin am überlegen, ob wir noch eine zweite Küchenhilfe nehmen. Einstellen. Küchenhilfe. Langsam. Überzeugend. Gerecht. Perfektionist. Clever. Nee, jetzt zu Anfang machen wir noch keine neue Küchenhilfe. So. Weiß noch einer, wie das war mit den Gerichten? Gasthausmenü, Preis. Brotsuppe benötigt. Brot, Wasser und Würstchen. Warum ist hier überall ein Ausrufezeichen dran? Eier und Fett. Knoblauchbrot. Knoblauch und Brot. Haferbrei. Becher Tafelwein. Benötigen wir Wein für. Welcher Lager? So
wir haben alles nichts auf Lager. Das könnte daran liegen, dass das hier alles noch rumfliegt. Rot, Knoblauch, Lager, jawohl. So, man konnte irgendwie Lagereinstellungen. So, wir können erstmal alles rausnehmen. Würde ich sagen. Gift, guter Wein, Hopfen. So, alles raus. Und hier, nee, nicht Einrichtungsmodus, Entschuldigung. Hier auch Lagereinstellungen, alles raus. Mir fällt gerade so ein, wir brauchen ja noch einen, der wäscht, ne? Einrichtung. Irgendwie so ein Waschbottich oder sowas brauchen wir. Waschbecken? Waschbecken. Gibt den Gästen die Möglichkeit, sich zu waschen. Ein sehr einfacher, aber seine Funktion erfüllender Waschbottich. Das ist irgendwie nicht das, was ich suche, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Noch nicht, ist das unter Einrichtung? Dienste, Haupthalle, Küche, Lager, Gästezimmer. Machen wir Miete mal auf 35. Lager. Option. Esser, Tresen. Holzlager, Kisten, Keller. Latsch. Statistiken. Achso, das ist hier. Menü. Wie kann man jetzt. Dinge waschen? Geschirr muss ja gewaschen werden, ne? Einfacher Waschbottich, Nachttopf. Und kleine Wandschirm, Badewanne. Achte, Edelruhe, einfaches Fass, Weinfass, Wasserfass. Küchentisch, Herd. Rattenfalle. Ja, die brauchen wir wahrscheinlich auch noch. Feuerkessel, Betten, Deko-Gedöns, und keine Deko für Abenteurer. Meinen Schurken wollen wir auch machen irgendwann, aber noch nicht jetzt. Achso, so eine Tafel brauchen wir auch noch, ne? So eine Pinnwand. Merkmale, sie kann Passanten anregen, das Gasthaus zu besuchen. Später im Spiel gewährt sie Zugriff auf Abenteurer-Missionen. Im Story-Modus sind auf der Pinnwand manchmal geheime Nachrichten zu finden. Packen wir hier auch noch mit hin. Warum kann die hier nicht hin? Ich hab's. Ich hätte ein bisschen Platz lassen müssen, wa? Natürlich ärgerlich, dass sie hier nicht mehr vor kann. Oh, machen wir sie da hin. So. Was haben wir hier? Hacklotz. Notwendig, wenn man Holz hacken möchte, ermöglicht das Hacken von Holz, das als Brennholz verwendet werden kann. Brennholz wird wie für Feuerstellen und viele Küchengeräte benötigt, erfordert einen Schuppen oder ein Brennholzregal für die Lagerung. Das heißt, ich muss hier noch eine Tür hinsetzen, ne? Dann kommt das erstmal dahin. Holzschuppen. Schuppen für Holz, tada! Ermöglicht Lagerung von Holz und Brennholz. Kann man hier draußen noch hinnehmen, ne? Wohl doch, können wir eigentlich. So. Was soll noch ein zweiter nehmen? Ich nicht. Ah, ich will immer Escape drücken. Was ein Schweinkram. Na, dahin und da noch einer neben, will ich gerne.
So. Müssen wir gleich wahrscheinlich einstellen. So, jetzt habe ich auch noch immer kein Waschdingen, ne? Geschirr waschen. Was? Runder Hocker. Sandregal. Weiß auch ehrlich gesagt nicht genau, wonach ich suche. Waschbecken ist für Gäste. Hammerthron, okay. Bilder. Gräber, okay. Nee, ich bin mir nicht ganz sicher, wonach ich überhaupt suche. Aber, das finde ich raus. Wir haben schon wieder Überlänge. Gott, oh Gott, das wird wieder eine Katastrophe für mich mit dem Hochladen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.